Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Crisis Core. Und wir waren genau hier stehen geblieben, weiter durch Angier. Beziehungsweise noch nicht ganz hier. Und ja, und ich bin ausnahmsweise mal alleine. Angier! Der Markus ist nicht mehr da. These guys aren't Wu-Tai troops. Genau hier waren wir stehen geblieben, als diese Kugel explodierte. Und was es damit auf sich hat, sehen wir genau jetzt. Ifrit. Da wurde eine Bestie heraufbeschworen. Phasenmodulation, direkt am Start schon, geil. Und gib mir den 8-Streich. Jawohl. 2 Vierer. Ah, wir haben noch keinen Vierer. Scheiße. Warum haben wir im 4. Slot nichts drin? Komm schon, treff ihn. Ja, genau. Finde ich so, als wenn ich hier weglaufen will, du scheiß Drecksvieh. Noch eine Phasenmodulation. Komm, gib mir ein Level up. 2 Fünfer, könnt nichts mit anfangen. Und noch eine Phasenmodulation, aber jetzt komm schon. Gib mir 3 Siebener. Ach. Jetzt aber. Komm. Mit Videosequenz? Komm schon, komm schon. Ah, nicht ganz. Naja, wenigstens. Hat das Eis jetzt gesessen und ein Sturmangriff? Bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Und. Jetzt gucken, dass ich meine Lebenspunkte im Griff behalte. Denn wenn er seine Spezialattacke machen kann, bin ich echt am Arsch. Eigentlich möchte ich euch die ganz gerne zeigen. Boah, jetzt geht's aber ab hier. Eine Phasenmodulation nach der anderen. So, 2 Siebener. Bringt auch nichts. Da ist sie, Purgatorium. Und ich will hoffen, dass ich jetzt noch genug Leben habe. Schaut euch diese geile Sequenz an. Wow. Boah, war das ätzend knapp gerade. Komm, das ist doch schon in den Rücken, Mann. Noch eine Phasenmodulation. Gib Gummi. Gib mir die 3 magischen 7er. Komm schon, gib mir die 7er. Ah. Schwertkombo Stufe 1 wird kaum Schaden machen. Naja, immerhin 300. Und noch eine. Boah, hier geht's echt ab mit den Phasenmodulationen. Aber wieder kommt dabei nichts rum. Oh, scheiße. Und wieder Eis. Hoffentlich trifft das Eis. 3 Einser, Stufe 1 Anstieg, Stufe 4 für Feuer. Da bringt uns hier leider nicht viel und da ist er auch hinüber. Da haben wir Ifrit in den Arsch gezwickt. Und haben eine richtig schöne Attacke dabei bekommen. Wirbelattacke ist echt sehr, sehr hilfreich und wird uns noch das ein oder andere Mal den Arsch retten. Da stellt sich wer in den Weg mit langen weißen Haaren. Es ist Sephiroth persönlich. Und zu diesem Zeitpunkt gehört Sephiroth noch fest zum Shinra-Team.
Er ist also noch in Anführungszeichen bei den Guten. Holy. Sein großes Vorbild. Genesis. The missing soldier first class? They're identical. A Genesis copy. A copy? Copy? A human copy? Where's Angeal? I thought he was fighting around here. Huh. So he's gone too. What? Wait, what does that mean? It means Angeal has betrayed us as well. No way! I know what kind of guy Angeal is, and he'd never do that. Angeal wouldn't betray us. Never! Wow. Crisis Core, Final Fantasy 7. Wir möchten bitte speichern, jawohl. Und auf geht's in den nächsten Kampf. Was denkt sich Angeal bloß? Will er den Dienst ewig schwänzen? Ein Monat ist er jetzt verschwunden. Und dann der Sephiroth wirft Angeal und Genesis einfach in einen Topf. Ich meine, dieser Genesis ist immerhin ein Deserteur, der mit zweiten und dritten untergetaucht ist. Er hat Repliken angefertigt und auf uns gehetzt. Angeal würde das niemals gutheißen. Niemand hält die Soldatehre höher als er. Irgendwie läuft hier ein ganz mieser Film ab. Angeal, komm einfach zurück, Mann. Ja, und wir sind wieder im Shinra-Hauptgebäude. Und wir machen wieder Kniebeugen. Soldier second class. Zack? That would be me. Who is this? Director Lazard wants to see you. Go to the briefing room. Hey, wait! Hey, wait! Who was that? Okay, ab zum briefing room. Any word on Angeal? He hasn't contacted his family either. So what's this about? A new assignment. I want you to go to the hometown of our missing soldier first class, Genesis. Huh? According to the parents, they've had no contact with Genesis whatsoever. But they can't be trusted. Why? They're his family. I had already dispatched some staff, but we've lost contact. I want you to go and investigate. He will go with you. Na, erkennt ihr ihn? Song of the Turks. Xang. This job is looking really gloomy. Let me know when you're ready to go. Xang wurde zu der DBW-Matrix hinzugefügt. Okay, mein Telebim klingelt. Oh, entschuldige mal eben. Hallo? Hi, hier ist Kunzel. Hast du meine Mail gelesen? Nein, noch nicht. Ich schaue sie mir später an. Bin gerade mitten in einer Besprechung. Alles klar. Meinst du, du hast etwas Zeit, wenn sie vorbei ist? Mann, bist du hartnäckig. Okay, aber nur wenn du es kurz machst. Bin beschäftigt. Ja klar, will ich nicht lange aufhalten. Also ich warte vor dem Besprechungsraum. Alright. So, hier ist die E-Mail. Schauen wir doch mal nach. Lieber Angeal, von den ganzen seltsamen Gestalten unter den Rang 1 Soldatenmitgliedern ist Angeal doch der einzige halbwegs normale. Dem würde ich blind folgen. Aus Sephiroth wird eh keiner schlau und Genesis ist auch nicht gerade dafür bekannt, ein geselliger Bursche zu sein. Also der geistige Führer von Soldat ist meiner Meinung nach eindeutig Angeal. Auf den Typen halte ich was. Bin echt neidisch, dass du bis vor kurzem so viele Einsätze an seiner Seite zugeteilt bekommen hast. Okay, die Mail handelt also von Angeal. Und schauen wir doch mal, hier ist Kunzel. Bevor du zu deinem Einsatz aufbrichst, solltest du immer einen Blick in die Versorgungskapseln werfen.
Man gibt uns nämlich nicht Bescheid, wenn sie wieder aufgefüllt worden sind. Und zwar angeblich aus Einsparungsgründen. Okay. Blitz einmal erhalten. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist, dass wir ausrüsten. Einmal die Wirbelattacke. Bom. Und ich würde sagen, Eis kommt auch weg. Dafür kommt der TP-Verstärker rein. Ich weiß nicht, soll ich... Ne, der Rest bleibt erstmal so. Na? Oder? Hau ich den Konz-Verstärker mit rein? Hm. Ne. Konz-Verstärker noch nicht. Erst ein wenig später. Okay. So. Missionskatalog erweitert. Ja, vorher einmal kurz speichern. Dann schauen wir doch mal. Missionen. Wow, eine ganze Menge. Die Endphase des Wutai-Kriegs. Hoyos Versuchslabor. Auf der Jagd nach Kostbarkeiten. Und Materia-Jäger Zack. Okay, schauen wir uns mal eine an. Verfolgung Überlebender. Wutai-Truppe gesichtet. Schwierigkeitsgrad normal. Wollen wir mal eine machen? Okay, ganz wichtig ist, Leute... Nein, wir wollen diese Mission nicht abbrechen. Schaut euch um. Überall sind hier Kisten. Mit richtig guten Sachen teilweise drin. Eine X-Potion wie hier. Schauen wir mal, was sich hier für Gegner in den Weg stellen. Oh, hier gerade keiner. Schön. Da ist schon der Boss. Also in den Missionen laufen wir teilweise durch. Also nicht nur teilweise durch Gegnern durch und Monster erscheinen halt in Anführungszeichen zufallsbedingt, weil in so schmalen Gängen erscheinen normalerweise keine, sondern nur wie jetzt hier in so einem wie jetzt zum Beispiel. Oh, ich zeige euch mal die Wirbelattacke. Das ist die aus dem Anfang. Bum bum. Ne, damit treffen wir die Gegner 2-3 Mal. Also die Gegner erscheinen eigentlich nur in solchen kreisrunden Gebieten. Und die Bosse aus diesen Kämpfen, beziehungsweise aus diesen Missionen, sind immer sichtbar. Bring it on! Okay, wie immer, verdammt vorsichtig sein, vor allem mit diesen Viechern hier. So. Phasenmodulation. Dann wollen wir doch mal schauen. Nein. Jawohl, Levelanstieg. Stufenanstieg, Stufe 7. Wie ihr seht, man muss nicht alle Bilder gleich haben, damit ein Stufenanstieg passiert. Wir halten ein Elixier für den Abschluss dieser Mission. So, Missionskatalog erweitert. Da vorher nochmal speichern. Und einmal heilen. So, einkaufen können wir hier auch. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Man muss jetzt nicht irgendwie einen Item-Shop, sage ich jetzt mal, suchen. Also irgendwie einen Shop besuchen. Also man kann hier einkaufen. Derzeit haben wir hier noch den Shinra-Kiosk. Da können wir halt ein bisschen einkaufen. Aber wie ihr seht, keine Phönixfedern. Das ist aus dem Grund, weil, wie ich schon erklärt hatte, Phönixfedern haben hier einen Schutzengelzustand. Das heißt, sollte man sterben, wird man dann halt wiederbelebt und kann dann praktisch weiterspielen. Den Kiosk kann man immer, also hier einkaufen kann man immer. Auch während man auf einer Mission ist oder so, kann man dann halt Sachen einkaufen. So, was habe ich euch noch nicht gezeigt? Die DBW-Matrix. Hier sehen wir hier den Fortschritt. Wie weit wir diesen, die schon aufgeschlossen haben. Wenn man die komplett... Wir sehen ja hier noch ganz viele Fragezeichen. Das sind alles Charaktere. Und wie man zum Beispiel das zweite von unten rechts... also die zweite Reihe von unten ganz rechts erkennen kann mit ein bisschen Fantasie, könnte man sehen, dass das ein Moogle ist zum Beispiel. Nämlich auch die Aeons. Ich sage immer Aeons. Die Esper haben hier eine eigene DBW-Matrix. So. So viel dazu noch. Ja, die Mission haben wir die eine Mission haben wir gesehen. Machen wir noch eine? Na komm, eine machen wir noch. Eine geht noch. Eine habe ich noch. So, und hier seht ihr schon, Anti-Soldat-Monster ist jetzt auf schwer. Schauen wir mal, ob wir es trotzdem hinkriegen.
Da vorne ist immer eine Truhe. Schauen wir mal, ob hier auch eine ist. Davon sollte man sich nämlich nicht beeinflussen lassen. Es kann sein, dass sich hier direkt hinter einem noch eine versteckt. Und aktiviere den Combat Mode. Okay. Boom. Oh yeah. Konflikt behoben. Okay. Da hinten sehen wir das schon, das Monster. Aber wir gehen erst zu der Kiste. Denn wir wollen ja alles Mögliche einsammeln. Eine X-Potion haben wir erhalten. Ist hier noch irgendwas? Vielleicht da hinten in der Ecke? Hm, sieht nicht so aus. Wie sieht unser Status aus? Status ist fast voll. Gut, dann belassen wir es dabei. Activating Combat Mode. Okay, wir sehen, hier rechts ist auf jeden Fall noch einer. Und direkt kriegen wir die Zwillingstomahawk ab. Das könnte direkt schon unser Tod bedeuten. Nee, nicht ganz. Die sind relativ harmlos. Und sie lassen sich relativ gut von hinten attackieren. Man muss halt nur aufpassen. Am besten beide ausschalten. Also erst, nicht beide, sondern einen nach dem anderen, damit die Zwillingstomahawk halt nicht einsetzen können. Phasenmodulation. 2 Sechsen bringt uns leider noch nichts. Schwertkombo. So, weiter Vita. Und noch eine Phasenmodulation, sehr schick. Power Shot. So, 1, ja. Schwertkombo, Stufe 1. Ja, die Schwertkombo, wie ich halt erklärt hatte, wird nur ausgeführt, wenn, ach, Mist. Wenn man diese, wenn man das Bild in der Matrix noch nicht hat. Die Phasenmodulation wird ausgerüstet, sobald, wird ausgelöst, sobald, da oben, die dreht sich ja die ganze Zeit. Sobald zweimal dasselbe Bild angezeigt wird, geht es zur Phasenmodulation. Sollten die halt stoppen und es sind zwei verschiedene, dreht die sich halt wieder und das war's. Soll zwar schwer gewesen sein, aber hey, ihr habt's gesehen. Schutzweste erhalten. Schwer ist eindeutig anders. So, Missionskatalog erweitert. Schauen wir mal, was die Schutzweste ist. Die wird also definitiv hier reingehören. Und Konz plus 30. Ja, den wollen wir benutzen. Eieieiei. So, schauen wir mal. Würde die nächste Mission extrem sein? Jawohl. Jagd auf Deserteure. Okay. Die Tamlin-Festung ist zwar gefallen, doch längst sind nicht alle dort stationiert gewesen. Stationiert gewesenen Rebellen besiegt. Ließen wir die bewaffneten Widerständler entkommen, werden Unruhen vorprogrammiert. Um dieses zu vermeiden, ist schnelles Handeln gefragt. Diese Mission beginnt. Jawohl. So, Konst 30 haben wir drin. Und wir sehen da ganz viele Truhen. Activating Combat Mode, okay. Aua. Wie wir sehen, deswegen extrem. Hier ist eine Engil. Jawohl, sogar mit Video. Zack, auf geht's. Alles klar. Und, jawohl. Sturmangriff, Stufe 3. Prove your honor to me. I got it. War nicht viel Schaden, aber wir sind ja auch noch nicht so hoch im Level. Auf jeden Fall jetzt wichtig, Vita zu benutzen. Und schön gucken, dass die hier nicht zum Feuern kommen. Na komm schon, fallt endlich um. Halt um, ihr Drecksviecher. Ja, geht doch. Schön die Attacke blockieren. Äther erhalten. Sehr schick.
So, wie gesagt, immer schön am Rand bleiben, dann habt ihr keine Zufallskämpfe. Aber wir möchten ja sowieso erstmal hier sowieso noch nicht lang. Wir möchten hier zu dieser Truhe. Und da hinten sehen wir noch eine. Na, da war ich wohl nicht weit genug am Rand. Ah, das macht nichts. Halt aufpassen. Auch tschüss. Und du dürftest jetzt auch hinüber sein. Sehr schön. So, was mir immer noch schleierhaft ist, was ich nie wirklich verstanden habe. Gibt es bestimmte Abschnitte... Wow, da ist ein Gelber bei. Das heißt, es könnte aufs Maul geben. Und Phasenmodulation. Gibt es bestimmte Punkte, wo man ein Level-Up bekommt oder auch nicht? Oder ist das wirklich alles zufallsgesteuert? Da habe ich noch nie so ganz durchgeblickt. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, von wegen, dass es nicht zufallsbedingt ist. Oh oh, nicht mehr genug SP für die Wirbelattacke. AP meine ich, Entschuldigung. Na komm, stirb schon. Jetzt bleibst du noch du über, mein Freund. Du oder ich, du oder ich. Du kommst ja nicht zum Angreifen, also würde ich sagen, ich. So. Und einmal öffnen. Einmal Ether erhalten, okay. Oh, hier kommen wir noch nicht lang. Okay, nur ein einziger Gegner. Nee, doch zwei. Ich wollte gerade sagen. Wow. Wow. Wow, das war knapp. Nochmal drüber. Phasenmodulation. Gerade noch rechtzeitig. Das hätte nämlich sonst ouchen können. Und... 2, 3 und 7. 8 Streich. Feeling. Das ist auch schade. Leider werden die Gegner per Zufall ausgesucht, welche man angreift. Okay. Wir sind noch unverwundbar gewesen. Nein! Boah, scheiße, der ist noch durchgegangen, der Zauber. Ja, nicht ganz so schlimm, aber wir müssen halt aufpassen. Und tschüss. Dass wir von dem Feuer nicht zu häufig getroffen werden. Weil sonst gibt's halt auf die Nuss. Und wollen wir auf die Nuss kriegen? Nein, wollen wir nicht. So... Wie gesagt, nicht in den Kreis laufen, sonst kommt Zufallskampf. Wow. Wie ihr seht, gibt das ganz schön auf die Fresse, wenn der uns trifft. Und 200 sind echt eine Stange Schaden. Und... Ja, wäre natürlich schöner... Genau, wenn wir den von hinten... Erst ein paar Schläge abtreffen. Abtreffen. Oh mein Gott. Okay, Power Shot und unser TP-Verstärker steigt an. Das heißt, wir haben mehr TP jetzt. Schwertkombo Stufe 1 ist nicht viel, aber hey. Solange unser TP-Verstärker steigt, ist mir eigentlich alles recht. Denn mehr TP heißt, wir halten mehr aus. Also wir... Ja, theoretisch halten wir schon mehr aus, aber... Damit wir mehr aushalten würden, müssten wir einen höheren Konz haben. Deswegen war ich ja so darauf versessen, dass der Konzverstärker passt. Also, dass wir den Konzverstärker gekriegt haben. Na, schade. Ich hätte euch gerne Zeng gezeigt. Zengs ist nämlich auch geil. Da sieht man dann, wie von einem Hubschrauber aus auf die Gegner geschossen wird. Das ist auch verdammt cool gemacht. Und 777. Yeah, Bitches. Stufenanstieg. Stufe 8. Und wir haben bald unsere erste 1000 voll. Und noch eine Phasenmodulation. Sehr schick. Und noch ein Stufenanstieg. Hell yeah, was geht? Stufe 9. Oh, 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 oh.
Gleich bringt er uns nichts mehr. Und rein in den Rücken. Und ihr seht schon, wir machen mehr Schaden jetzt. Und damit wäre die Mission geschafft. Analyse einmal erhalten. Das ist eine Materia zum Benutzen. Es gibt hier auch verschiedene Materia-Typen zu erkennen an der Farbe. Ich zeige euch das mal eben. Materia. Hier sehen wir halt, grüne sind halt Magie. Zauber, Eis, dieses dunkle Grün. Vita ist jetzt etwas hellgrün, das sind so Unterstützung. So Unterstützungsmateria, die gibt es glaube ich noch mit Protes und ich meine nicht, dass es Shell heißt, ich bin mir aber unsicher. Lila sind halt so, die meine Werte erhöhen können. Da gibt es auch noch TP-Verstärker Plus, TP-Verstärker Plus, Plus und so weiter und so fort. Ja, wie jetzt hier, Wirbelattacke, das sind physische Angriffe. Und Analyse, weiß ich nicht, Analyse, da gibt es dann auch noch Abwehr, Wall, glaube ich. Ich bin mir da, ich habe es schon so lange nicht mehr gespielt, das sind nur die Sachen, die ich jetzt noch so im Kopf habe. Alles andere werden wir ja später noch sehen. Aber wie wir sehen, wir haben mittlerweile schon über 1000 TP. Natürlich auch hier durch den TP-Verstärker, aber ne, so viel ist das jetzt nicht. Klar hätten wir dann unter 1000, aber ich würde sagen, wir speichern hier mal kurz ab. Vorher heilen wir uns natürlich. So, einmal speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder ist. Let's Play Final Fantasy VII Crisis Core. Euer SH88. Haut raus, ciao.